Mama, mir ist so langweilig. Ja, ich weiß. Ich würde mich so gern mit meinen Freunden zum Spielen verabreden. Aber das geht ja leider nicht. Ja, das geht leider nicht. Aber weißt du was? Ja. Ich habe da von einer tollen Aktion gehört. Von welcher denn? Da ja alle Kinder wie du und Anna zu Hause bleiben müssen und allen langweilig ist, können die Kinder als Zeichen, dass in dem Haus Kinder leben, einen Regenbogen malen und an die Tür oder Fenster kleben. Und wenn andere Kinder mit ihren Eltern spazieren gehen, können sie zählen, wie viele Regenbögen sie finden und so fühlt man sich nicht so allein. Oh ja, das machen wir. Ich mach gleich mit. Und wie kriegen wir jetzt einen Regenbogengurt hin? Dafür nehmen wir einen Stift, wickeln einen Faden drum. Am anderen Ende kleben wir den Faden am Tisch fest. Und jetzt malen wir den ersten Bogen. Wickeln den Faden um den Stift ein bisschen enger und malen dann den zweiten Bogen. Und so weiter. Wie viele Farben hat denn so ein Regenbogen? 7, Greta. Oh, der Regenbogen sieht gut aus. Jetzt malen wir ihn aus. Mit welchen Farben denn? Ich kenne die Reihenfolge nicht. Von außen angefangen. Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Lila. Alles klar. Währenddessen geht Heinrich mit seiner Mutter spazieren. Wieso haben die alle einen Regenbogen in ihren Fenstern kleben? Wieso malen die alle das Gleiche? Haben die keine eigenen Ideen? Ich weiß nicht. Ich mal zu Hause gleich auch was, aber bestimmt keinen Regenbogen. Mach das. Wow, sieht der super aus. Jetzt kleben wir ihn an die Tür. Fertig. Können wir jetzt spazieren gehen und gucken, ob wir noch mehr Regenbogen finden? Das machen wir. Guck mal, Mama, da ist einer und da hinten. Ja, stimmt. Das ist aber schön. Guck mal, da oben ist noch eins. Hier wohnt Heinrich, der auch was gemalt hat. Aber kein Regenbogen, das ist ein Dinosaurier. Wieso hat Heinrich ein Dinosaurier aufgehängt und keinen Regenbogen? Das ist eine gute Frage. Ruf ihn doch von zu Hause an und frag ihn mal. Das mache ich. Hallo Heinrich, hier ist Greta. Hallo Greta, was machst du so? Ich war gerade eben mit meiner Mutter spazieren und wir haben gesehen, dass du an die Tür einen Dinosaurier gehängt hast und keinen Regenbogen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum alle nur Regenbögen malen. Ich wollte was anderes malen. Ich bin nämlich sehr kreativ. Ach Heinrich, hast du denn nicht von der Regenbogenaktion gehört? Von was? Alle Kinder, die zu Hause sind und sich nicht verabreden dürfen, malen einen Regenbogen und hängen ihn ans Fenster. Als Zeichen. Ach so, das wusste ich nicht. Na, jetzt weißt du es. Ich muss jetzt auflegen. Tschüss, Heinrich. Tschüss, Greta. Ich gehe jetzt auch einen Regenbogen malen. Viel Spaß. Na, seid ihr fertig mit dem Regenbogen malen? Ja, Papa, wir waren draußen und haben gezählt, wie viele Kinder einen Regenbogen gemalt haben. Oh, das ist cool. Wir haben 4 Regenbogen gefunden. Vielleicht werden es ja noch mehr. Ja, das kann gut sein. Wollen wir jetzt mal was anderes machen? Ja, bitte, was denn? Ich hätte da so eine Idee. Was denn? Es ist ja bald Ostern. Da habe ich mir gedacht, zum Spaß könnten wir eine Ostereiersuche im Haus veranstalten. Was haltet ihr davon? Oh ja! Oh ja! 5 Minuten später. Na, wie sehe ich aus als Hase? Süß! So, ihr beiden, geht jetzt mal kurz vor die Tür. Ich verstecke so lange die Eier. Wenn wir alle finden, bekommen wir dann eine Belohnung? Also darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, warum nicht? Was hättet ihr denn gerne als Belohnung? Mal überlegen. Ich weiß was. Ja? Wenn wir alle Eier finden, tauschen wir für einen Tag die Rollen. Dann sind wir die Eltern und ihr die Kinder. Oha, ich weiß nicht recht. Bitte, Papa. Ihr dürft sonst immer alles bestimmen. Dann dürfen wir es auch mal. Aber ihr macht dann alles, was wir sonst auch machen. Na klar. Logo. Na gut, abgemacht. Einen ganzen Tag lang? Ja, einen ganzen Tag. So, ich muss mir meine Verstecke gut überlegen. Hehehe, da kommen sie nie drauf. Im Bad vielleicht? Aha, ich hab's, da kommen sie nie drauf. Bei Greta vielleicht noch? Geh schon zu. Kinder, ihr könnt wieder reinkommen. Können wir anfangen? Yep,
Komm, wir fangen im Wohnzimmer an. Ja, ist gut. Wie viele Eier sind es denn? 5. Okay. Ich hab 1. Cool. Ah, ich hab 1 gesehen. Ich hab das 2. Sehr gut, Greta. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Hier vielleicht. Bingo, ich hab 1. Komm, jetzt schauen wir oben nach. Mal schauen, ob hier was ist. Ich leite eine Waschmaschine. Yes, noch 1. Oh, du hast 1 gefunden. Im Schlafzimmer war nichts. Jetzt leite nur noch mein Zimmer. Könnte es sein? Ich glaube, es weiß, wo es ist. Ja? Die Kiste hatte ich nicht zugemacht. Die werden nie im Leben alle finden. Die habe ich so gut versteckt. Na, da würde ich mich nicht zu früh freuen. Und? Ich hab's! Cool, dann haben wir alle. Juhu! Wir haben alle Eier gefunden. Wir haben die Wette gewonnen. Oh je, na da blüht uns ja was. Hallo, liebe Familie Jansen-Fans. Diesmal seht ihr mich garantiert nicht. Falls ihr mich doch seht, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Oder falls ihr einen schönen Regenbogen gemalt habt, gebt dem Video auch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, uns kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder. Tschüss!